Ich kann auch nicht. Dann Hilfe! Verfolgungsjagden kann ich Hilfe! Lassen. Helfen Sie mir! Ich hatte einen epileptischen Anfall. Hilfe! Rufen Sie einen Krankenwagen. Ich brauche Hilfe. Haut da hinten ist einer am Verrecken und ihr küsst euch da erstmal. Bisschen miteinander rum. Nun machen Sie doch mal was. Ich blute aus dem Mund. Aha, verdient. Noob. Okay. Damit ihr mich hier wirklich nicht verreckt gleich, mach ich erstmal. Oh! Ja, da funktioniert die Wiederbelebung. Geht lustig, ne? Nun helfen Sie mir bitte. Professor, lassen Sie uns mal in der Ecke gehen, wo wir umgestürzt sind. Nee, ich hab eh was. Sie müssen mich ins Krankenhaus bringen. Das war jetzt nicht so gemeint, aber... Bringen Sie mich bitte ins Krankenhaus. Ach, scheiß drauf. Ach, komm. Das geht auch. Ja, bitte, lassen Sie mich nicht hier liegen. Bringen Sie mich ins Krankenhaus! Da bringe ich dann den Leichenwagen, keine Sorge, wir haben jetzt ein sehr gutes Bestattungsunternehmen. Ich möchte aber leben! Ich möchte leben! Ja, die Seele lebt weiter, machen Sie sich da mal keine Gedanken. Oh, Alter, Tata, was könntest du deine verfickte Waffe woanders hinschieben und nicht in den Arschloch von Super Siems? Nehmen Sie mich mit! Ah, Black Foxer. Ich liebe dich eigentlich. Muss geheilt werden. Muss ich das Dings wieder heilen, ey? Nehmen Sie mich mit, bitte. Ja. Du musst das Dings wieder heilen. Wie heilst du denn die Mia? Bleibst du wohl liegen? Schnell ins Krankenhaus. Geil. Daniel, Schatz, soll aber noch ein Eis holen? Alter, bleibst du wohl im Krankenhaus? Ja, wir holen noch ein Eis. Ich hab nicht. Bringen Sie mich bitte ins Krankenhaus. Wollen Sie auch ein Eis haben? Ja, ja, ich hab auch eins. Mit zwei Schokokugeln. Was ist jetzt los, Alter? Boah. Also, das ist einfach der beste Roleplay-Server der Welt. Hier lernt man richtig Roleplay, ne? Oh, ich will die Kuh, Schatz. Also, mein Onkel, der war mal Rettungswagenfahrer. Ich glaube, der nicht, würde mich jetzt schon nicht zum, bringen. Nicht zum Black Drive. Ich muss leben. Bringen Sie mich ins... Bringen Sie mich ins Krankenhaus. Jo, ich will auch ein Eis. Ey, Fotze, gib mal ein Eis her. Ja, danke schön. Tschüss. Oh, da ist eine Laterne aus dem Umfahren. Ich habe Schmerzen. Ja, verdient. Ach, verdient. Jetzt gehen wir doch ins Kino. Ich dachte. Warum sitzt denn ein illegaler Einwanderer? Ich dachte. So, jetzt fangen wir mal mit der Befragung an. Haben Sie irgendwelche Schmerzen? Ja, ich habe. Das ist uninteressant. Warum ich habe am Ober. Wie konnte es passieren, dass sie die Mutter durchgelassen hat? Ich hatte keine... Ich musste meine Familie ernähren, aber das kommt nicht... Das hat doch nichts mit dem Thema hier zu tun. Ich habe Schmerzen. Bringen Sie mich... Ja, ich habe Kinder. Ich möchte leben. Ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen. Und wie jung ist der Jüngste? Fünf. Fünf, warum haben Sie die nicht gekauft? Sind Sie Polizist oder Moralapostel? Ich bin Polizist und Moralapostel. Ich bin Pfarrer. Also bitte direkt beerdigte. Als Arzt, tu ihn einschläfern, weil das ist die Krankenhauskosten sind schon so hoch. Ja, okay. Aber wie arm soll denn der Staat noch werden? Oh. Warum bist du mich ins Krankenhaus? Alter. Oh, scheiße. Bist du eigentlich scheiße dumm oder bist du gerade noch so? Ja genau, Alter, neu gespawnt. Ja, Staat macht Plus, das ist alles gut. Ich bin geheilt.
Von was? Ich bin geheilt. Auch vom Führer. Ich versuche. Jetzt kann ich wieder leben. Jetzt kannst du wieder leben? Ich kann wieder leben. Da du illegal hier eingewandert bist, wirst du sofort abgeschossen wieder. Nein, jetzt bin ich vor der Flucht. Die Polizei jagt mich. Ich muss flüchten. Wieder nach Mexiko zurück. Ich bin auf der Flucht. Na daraus, ruf mal die Grenztruppen an. Alle Grenzen sperren. Ruf mal die Kettenhunde bitte. Ich bin auf der Flucht. Ich habe kein Fahrzeug zum Wegfahren. Habt ihr überrascht für dich, Daniel, im Auto? Was? Nein. Ja, das gefällt mir doch. Ich habe kein Auto. Ich lese einfach dieses Wort. Tatros, da hat den Fahrzeug Ambulanz 416 getuned.